Ich stand jetzt da vor der ZHDK, wo die ganze Woche Zurich Masterclass stattfindet. Das sind Workshops, Vorträge, wo junge Filmschaffende von erfahrenen Leuten lernen können. Im Moment ist da gerade der Workshop für Christine Vachon und da schauen wir jetzt gerade mal rein. I'm an American producer and today during the workshop we're really just talking a lot about how to keep producing movies as the world changes, how to get your movies financed, packaged and out into the world. Also für mich ist wichtig, Leute zu treffen und Erfahrungen auszutauschen und auch internationale Leute zu treffen und ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert Filme machen, zum Beispiel auch in den USA, wie anders ist es in Europa und ja, man kann halt einfach einen guten Einblick bekommen, wenn man mit Leuten spricht. I think mostly what I want them to keep in mind when the workshop is over is that there's a million different ways to tell stories and we don't have to be so attached to theatrical feature filmmaking. Sie hat ein paar Sachen gesagt. Also ich finde, also die Amerikaner sind viel mehr auf das Publikum. Also sie sind viel mehr produzieren für das Publikum direkt. Und der Ansatz ist eigentlich etwas, wo glaube ich, wir jungen Filmemacher eigentlich auch gerne würden umsetzen. Nur ist in der Schweiz und in Europa das System ein bisschen anders. Und man kann nicht direkt für das Publikum produzieren, weil wir zwischendurch die Geldgeber. Das sind meistens staatliche Stellen, die sind, denen muss man eben einmal gefallen, wenn man das Projekt hat. Und das ist, das kann, je nachdem kann das eine Verzerrung sein. Also das ist das, was Christine Vachon gesagt hat und das hat mich noch eingeleuchtet. Das war es mit den Eindrücken vom Workshop von Christine Vachon. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und jetzt gebe ich zurück zur Zoe.